Guti, meine Lieben, willkommen zurück zu Let's Play The Legend of Zelda Breath of the Wild. Da sind wir wieder. Oh, ich muss mal gerade gucken, dass ich meine Tonspur sehe. Ich sehe sie, ui. So, auf geht's. Wir wollen zum Lockfrittberg. Da gibt's richtig leckere Fritten und dafür müssen wir einmal da drüben hoch. Das ist nämlich der Lockfrittberg. Da gibt's die Lockenfritten. Kennt ihr die? Diese Ringelpommes? Die sind doch total krass, Alter. Ja, und hier unten haben wir ein Dorf, in dem wir uns wirklich noch nicht so genau umgesehen haben. Aber warum auch? Ich glaube, das meiste hier rundherum haben wir schon und bis auf einen Schrein werden die eh nichts haben oder gegebenenfalls noch das ein oder andere verkaufen. Siehste, ich wollte ja noch die ganzen Pfeile holen. Demnächst. In ihrem Theater. Meine lieben Sonne-Freunde, meine Freunde der Sonne und modernen Unterhaltung. Ja, da oben, da wollen wir hoch. Wir wollen einmal zu dem Teich, der aussieht wie ein Herz. Und der sieht ja garantiert nicht alleine so aus und nicht umsonst so aus. Dort treffen sie sich, die Liebenden. Oh mein Gott, was habe ich überhaupt für eine Hose an? Ist doch nicht die ordentliche Hose. Nein, die ist die Kletterhose. Ah, stimmt, da war ja was. Deswegen kann er auch so schön hochlaufen, den ganzen Berg. Weil er so gut klettern kann. Gott, muss ich noch höher? Ja. Was? Hallo? Was bin ich, eine Bergziege? Ich bin Link, der Held, der Recke. Warum rollt man mir nicht den roten Teppich aus und lässt mich hier hoch? Ein Fahrstuhl wäre auch schön gewesen, aber nein. Weißt du, antike Materialien und antike Wächter und sonst irgendwas, aber einen Fahrstuhl kriegen sie nicht hin. Ah, hier ist was los, doch. Ja, man merkt, ich habe wieder bessere Laune. Ich habe sehr viel geschlafen. Oh Leute, 24 Stunden am Stück. Ich war richtig K.O. die letzten Tage. Aber das lag nicht unbedingt am Zocken. Das waren auch andere Faktoren, die da noch mit reingespielt haben. Also insofern, macht euch da keine Sorgen. So, zack, 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 zack. Ach, geschafft. Gut, wo ist der Teich? Vor mir. Juhu, endlich. Ich werde meine große Liebe finden. Oder die große Liebe findet mich. Ich weiß es nicht. Ach, guck mal. Da ist sogar schon eine Gerudo unterwegs. Und ein Mann. Savak, bist du etwa der Voi meiner Träume? Ja, wohl kaum. Aber das hier ist schon der legendäre Liebesteich, oder? Ich gehe davon aus. Auf der anderen Seite steht nur ein komischer Voi. Ob ich den Voi meiner Träume wirklich hier treffen kann und werde? Ich hoffe es. Für dich? Wenn nicht, hast Pech. Ich habe auf jeden Fall ganz viele Rüben. Ich habe meine Träume schon gefunden. Nein, halt! Ich habe sie zuerst gesehen. Ich will gar nicht. Nein? Was für ein Glück. Ich heiße Wabiski. Ich habe mich ein bisschen verlaufen und bin irgendwie hierher gelandet oder hier gelandet. Und dann erblicke ich plötzlich diese wunderschöne Frau, hier mitten im Nirgendwo. Zuerst dachte ich ja, das wäre nur ein Trick. Vielleicht ein Geist oder ein Lockvogel für eine Bande von Wegelagerern. Aber all das würde nichts daran ändern, dass sie meine absolute Traumfrau ist. Ich muss sie einfach ansprechen. Ich hatte immer vor, meine Liebe mit einem Schleichglöckchen zu verkünden. Wenn ich nur Schleichglöckchen hätte, ich würde würde ohne zu zögern zu ihr gehen. Ach, was für eine Frau. Sie ist wirklich schön, wie Schleichglöckchen. Findest du nicht auch? Ich habe Schleichglöckchen. Ich möchte sie so gern ansprechen, aber ich habe nichts, wo... Blablabla, Schleichglöckchen. Ja. Warum fragst du mich nicht gleich danach? Kaum spreche ich darüber, schon habe ich einen wunderbaren Duft in der Nase. Moment mal. Hast du etwa ein Schleichglöckchen? Bitte gib mir diese Blume, bitte. Hier. Bitteschön. Ich danke dir, wenn ich damit nicht ihr Herz gewinne. Schmacht. Ah, ich kann es einfach nicht. Meine Beine wollen sich kein Stück bewegen. Es tut mir leid, aber kannst du ihr die Blume vielleicht an meiner Stelle überreichen? Kein Ding. Vielen lieben Dank. Hier, ich gebe dir das Schleichglöckchen zurück. Okay, ich hab's wieder. Vergiss aber nicht, ihr zu sagen, dass das Geschenk von mir kommt, ja? Okay. Hallo, komische Frau. Was ist? Von dem Typ da. Oh, dieser Voi schenkt mir Blumen. Du scheinst die Wahrheit zu sagen.
Also hast du mir diese Blumen geschenkt. Es tut mir leid. Bestimmt magst du es gar nicht, das Schleichglöckchen, meine ich. Was für ein Unsinn. Das ist meine absolute Lieblingsblume. Aber woher konntest du das wissen? Vielleicht bist du ein feindlicher Spion. Nein, natürlich nicht. Schleichglöckchen sind auch meine Lieblingsblumen. Deshalb hatte ich schon immer vor, einmal der Frau meiner Träume eines zu schenken. Deiner Träume? Du meinst, wir sind füreinander bestimmt? Dann bist du vielleicht der Boy meiner Träume. Also gut, dann raus damit. Hä? Sag mal, bist du schwer vom Begriff? Was ein Boy zu einer Bei sagt? Hä? Ich liebe dich oder wollen wir einmal ausgehen? Sowas halt. Ja, natürlich, mit Freuden. Was? Hast du das gehört? Sie hat mir ihre Liebe gestanden. So etwas hat noch nie eine Frau zu mir gesagt. Und jetzt höre ich aus dem Mund meiner Traumfrau, ich verschmachte. Schön ist es, auf der Welt zu sein. Ich weiß nicht, wie ich dir danken soll. Das hier ist ein kleines Zeichen meiner Anerkennung. Ein roter Rubin, ach wie süß. Warum bist du denn so knausrig? Mehr bin ich dir also nicht wert? Hier, bitte, verzeih mir. Noch ein Silberner obendrauf. Schon besser. Hey, du. Du, nun ja, du hast mir geholfen. Ich hoffe auch, du findest einmal eine so gute Weih wie mich. Schleichende Liebe geschafft. Ach, wie süß. So, und die beiden sind jetzt für immer zusammen und miteinander unterwegs. Oh, wie schön. Das freut mich. Naja, siehst du, dann haben wir wenigstens den richtigen Liebesteich gefunden, wo auch immer der andere war. Den werden wir wahrscheinlich auch irgendwo auf der Karte finden. Uns fehlt immer noch die ein oder andere Erinnerung, aber egal. Wir sind trotzdem glücklich unterwegs und ich gucke mich jetzt hier oben nochmal um, in der Hoffnung, noch irgendwo einen Krok zu finden. Und dann werden wir auch Maronus noch einen Besuch abstatten. Der freut sich ebenfalls, uns wiederzusehen und mit uns ein bisschen zu tanzen. Oh, ein Krok. Hui, du hast mich entdeckt. So sieht's aus. Krocksamen erhalten. Wir sind schon wieder bei 13. Perfekt. So, jetzt gucken wir mal. Von hier aus könnten wir dort rüber segeln. Wären dann bei den Klesia Halbinseln und Kap Isaki. Und da drüben ist noch eine extra Insel für sich mit dem Kokolit-Plateau, Torunga-Strand etc. pp. Kommen wir aber so schnell nicht hin. Ich glaube nicht, dass ich es schaffe, bis dort rüber zu segeln. Da brauche ich noch weitaus mehr Ausdauer. Und auch das Schwimmen dürfte schwierig werden. Außer es gibt da vorne vielleicht irgendwo ein Boot. Dann könnten wir mit dem Floß rüber. Die Möglichkeit bestünde. Und ich glaube, wenn wir drüben sind, wird es da garantiert auch einen Schrein geben, dass wir uns jederzeit hinporten können. Ich gucke mal, ob da ein Floß irgendwo in der Nähe ist. Zur Not sammeln wir noch ein paar Materialien, die hier rumliegen. Und dann ist gut. Yay! So ist Leben eben und es wird Regen geben und wir gucken uns um. Ah, da. Noch mehr Crocs. Ich brauche bloß noch Steine. Steine, Steine, Steine. Da ist ein Stein in der Mitte. Hier sind viele Steine. Uiuiuiui. Ein Stein aus der Mitte hier rein. Bitteschön. Und einen Stein aus der Mitte auf die andere Seite. Zack. Geschafft. Oder auch nicht. Es fehlt noch mehr. Oh ja, ein Stein fehlt noch. Hier. Aber denn noch einen kleinen Steinkreis? Ja, hier. Haha. Siehste. So kommen wir an den Krok ran und haben den nächsten. Und ich hoffe natürlich, dass wir demnächst endlich mal mehr Crocs als Schreine sammeln. Ui, du hast mich entdeckt. Tschüssi. Ciao. Ich habe glücklicherweise noch einen Croc-Fächer dabei, den wir die ganze Zeit dann schwingen können. Und ich hoffe natürlich, dass er nicht kaputt geht, während wir uns auf den Weg machen. Einmal quer über den Ozean. Über dem Ozean. Muss das Wasser wohl grenzenlos sein? Ja, allzu weit können wir nicht schwimmen. Also das wird so nichts. Und wenn wir kein Floß finden, müssen wir vielleicht mal vorne im Dorf fragen. Da hat ja jemand ein Boot. Ich meine, den Gang könnten wir als erstes wagen.
Das wäre durchaus möglich. Vielleicht sagt er ja, hey, ich schipper dich rüber, ich finde dich ganz krass und cool und so. Kein Problem, mache ich. Wir sind jetzt beste Kumpels und so. Und ich brauche noch jede Menge Krabben und Fische und oh, ich muss noch so viel sammeln und machen und tun. Angelstätt. Ja, wir sind wieder da. Schwertschnapper schnappen wir uns. Und schnabulieren wir. Dankeschön. Die helfen uns wieder besseres Essen vorzubereiten und fertig zu machen. Komm hoch da. Kommst nicht mal einen Steg hoch. Linky Boy. Wenn ich das richtig gesehen habe, gibt es ja auch noch Octorok-Ballons. Aber davon haben wir, glaube ich, noch eine ganze Menge. Ich habe jetzt extra keine verkauft für den Fall, dass wir noch welche brauchen. Moin. Ich würde gerne mit dem Boot fahren. Nimmst du mich mit? Wohl nicht, aber da ist ein Floß. Haha. Gut, dann nehmen wir jetzt erstmal nur die Pfeile mit. Alle drei, genau, 60 Rubine, einverstanden. Gut, bald kommt eine neue Lieferung. Dann dürfen wir das Ganze wieder entgegennehmen. Und jetzt fahren wir mit dem Floß raus aufs Meer. Und hoffen, dass uns keiner tötet. Na, wer bist du denn, alter Mann? Hallöchen, Popöchen, steife Brise. Mhm. Und allzeit eine Hand breit Wasser unterm Kiel. Hallo. Bist du ein Reisender? Willkommen in Angelstätt. Mein Name ist Rosel. Ich bin hier der Dorfvorsteher. Wenn du Fragen hast, dann tu dir keinen Zwang an. Erzähl mir vom Dorf, erzähl mir vom Meer, Jod, Werde, Ruinen, Ruinen. Wenn du vom Dorf aus nach Osten gehst, dauert es nicht lang, bis du zum Palmstrand kommst. Dort gibt es einige alte Ruinen. Einer der Jungen aus dem Dorf, Garini, treibt sich dort gern rum. Mhm. Ich werde da mit ihm reden, genau. Im Meer östlich des Dorfes gibt es eine große Insel, Jodwerde. Man erzählt sich Dinge über die Insel, deswegen halten die Fischer aus dem Dorf sich von dort fern. Auf der Insel hört man Stimmen, aber ist das Wirklichkeit oder Traum? Möchtest du noch etwas wissen? Man sagt, nicht weit von hier soll ein Schatz auf dem Meeresboden liegen. Ich würde mich sofort auf die Suche machen, aber meine alten Knochen wollen nicht mehr. Aber wie sieht es bei dir aus? Willst du nicht vielleicht den Schatz suchen? Unbedingt. Dachte ich's mir doch. Also die Geschichte lautet folgendermaßen. Der Schatz ruht in der Mitte des goldenen Dreiecks. Was immer das auch genau bedeuten mag. Ach ja, besitzt du eigentlich ein Boot? Wenn nicht, kannst du dir mein Floß ausleihen. Es liegt dort vorne am Kai. Versunkener Schatz. Jetzt nehmen wir uns... So, genau. Einmal den Krogfeich heraus. Genau, spring ins Wasser. Und segeln los. Whee. Achso. Erst durchtrennen. So. Und jetzt segeln wir los. Whee. Ganz ruhig ein bisschen schneller. Wir werden ewig unterwegs sein, ewig um 3 Tage. Muss mal weiter nach links, bitte. Links ist da und ich krieg Besuch. Ja, so schnell kann's gehen, meine Lieben. Da sind wir. Und jetzt segeln wir noch ein bisschen weiter nach links, damit wir auch wirklich durch die Meerenge durchkommen. Was gar nicht so einfach werden dürfte. Komm schon, komm schon, komm schon. Bisschen weiter nach rechts. Also wir kommen schon mal aufs offene Meer. Wir sind schon richtig gut dabei. Ob das jetzt allerdings so bleibt, mag ich zu bezweifeln. So, komm. Weiter nach links. Stunden später. Das Schöne ist, man kann sich nebenbei dann noch Kaffee machen. Oder eben die Milch eingießen. Alles ist möglich. Oh, wir kommen gut voran. Wir sind auch sehr schnell unterwegs. Vielleicht kommt jetzt auch der Wind von der See. Guck mal, wir werden immer schneller. Wow. Nicht gedacht, dass das Floß so Fahrt aufnehmen kann. Nie nicht wieder zurücksegeln. Dahin. Dahin. So ist gut. An den komischen Piraten da vorne vorbei. Autsch. Das war ein Treffer. Ich hasse diese Viecher. Aber je mehr wir blasen, desto besser wird's. Da müssen wir
Panorama reinspringen, aber das machen wir dann irgendwann. Ich bin jetzt gerade hier so weit mit dem Floß gekommen, jetzt will ich nicht wieder zurücksegeln. Und hier noch ein neues Floß? Nee. Oh, 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 wir rammen das Ding. Das will ich nicht. Nein, nicht da hoch, nicht da hoch. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ich krieg dich nicht wieder ins Wasser, oder? Ich habe jetzt nicht ernsthaft das Floß hier reingeschubst und krieg das nicht wieder raus. Kann mir mal jemand helfen? Du da? Au. Du kannst sterben, so. Dankeschön. Oh ja, deinen Schwanz nehme ich mit. Ich mag Schwänze. So, das. Alles meins, dankeschön. Und wieder zurück. Hat mich gerade der Schwertschnapper angegriffen? Nein, ich glaube nicht. Das war garantiert der da drüben. Ja, komm, hilf mir mal lieber, das Boot reinzuschieben. Ich weiß nicht, wie ich das Boot wieder reinkriegen soll. Oh, ich bin so weit gekommen. Tut mir das doch nicht an. Der geht mir tierisch auf den Senkel. Jetzt reicht's mir hier. Pass auf, du kriegst von mir jetzt einen Eispfeil um die Nase gebrettert. So, tot. Jede Menge Materialien. Schön, ganz toll. Wie kriege ich das Boot jetzt wieder rein? Das ist doch nicht euer Ernst. Mit vollem Karacho auf den Strand zugedüst und ich weiß nicht, wie das wieder reingeht. Und was bist du? Eine Echse. Aber keine Löschechse. Ich brauche nur Löschechsen. Komm mal her. Eine Spurtechse. Aber es sieht auch nicht so aus, als wenn hier irgendwo noch ein anderes Boot zur Verfügung steht. Da schießt auch noch einer, ganz mutig. Huiuiui. Ja, wie kriegen wir dich wieder rein? Haben wir irgendwelche Möglichkeiten? Also ich probiere es mal so. Vielleicht fliegt das ja mit in die Luft. Vielleicht aber auch nicht. Geh rein, Boot. Gibt's keine Flut, die das Boot wieder reinholt? Wohl nicht in dem Spiel. Ach Mann. Jetzt muss ich den ganzen weiten Weg noch einmal machen. Ihr seid so gemein. Ihr seid so fies. Es geht doch nicht. Habe ich nicht irgendwelche anderen? Doch, warte mal. Stasis-Modul, das wird helfen. Oder auch nicht? Wohl nicht. Schade. Ich habe gedacht, ich könnte damit gegebenenfalls dafür sorgen, dass das Ding wieder ins Wasser geht. Warte mal. Eine Möglichkeit habe ich noch. Stasis-Modul und eine Bombe. Also wenn das nicht funktioniert, dann weiß ich auch nicht. Mm. Oder Pfeil und Bogen. Zack. Okay, Pfeil und Bogen funktioniert offensichtlich nicht. Ich versuche es nur mit einem normalen Pfeil. Ach Mann. Ich werde definitiv nicht zur Insel rüberschwimmen. Das könnt ihr vergessen. Okay. Ich habe verloren. Ach, verdammt, ey. Wir waren so gut. Wir waren so richtig gut. Und dann kommt so ein Mist. Also wenn ich mich jetzt wieder zurückporte, müsste ja das Floß eigentlich wieder da sein. Teleportieren. Und diesmal schwimmen wir um die Insel von diesen blöden Viechern rum. Das Gute ist, es ist ja noch kein Blutmond gewesen. Das heißt, diejenigen, die wir getötet haben, sind schon tot. Die kommen auch nicht mehr wieder. Gott sei Dank. Da müssen wir nochmal weiter gucken. Der Alte wird uns verprügeln, dass wir sein Boot einfach irgendwo haben liegen lassen. Hoffentlich ist das wieder zurückresettet. Oh, sieht nicht danach aus. Da ist kein Boot. Da ist auch kein alter Mann. Oh doch, Boot ist wieder da. Oh, mein Herz. Okay, wir machen noch einmal die Reise, natürlich. Weil es so schön war. Oh, und hier sind noch Paddel. Paddel habe ich noch nicht fotografiert und auch noch nicht mitgenommen. So, der Tourist ist wieder da. Nimmt das Ruder mit. Dankeschön.
Das könnten wir wirklich mal einpacken. Ob wir das wirklich nutzen können? Auf dem Floß? Ich meine, wir haben ja den Krogfächer. Der ist ja eigentlich schon gut genug. Krabbe kommt mit. Schwertkrabbe. So, wir probieren es nochmal. Zack. Brauchen jetzt wieder unseren Fächer. Dann fächern wir uns wieder auf die offene See. Das wird aber schön. Und diesmal nicht mit Karacho auf den Strand. Wir können schon ein bisschen schneller machen, aber erst wenn wir dann nachher auf offener See sind. Zack, zack. Und weiter. Na, komm an den Felsen vorbei. Ja, doch. Komm so ein bisschen auf den Strand, aber das ist in Ordnung. Oh, wir haben ordentlich Fahrt aufgenommen. Ach, warum willst du denn zurück? Du sollst dahin. Von dem Spuckervieh weg. Dann blasen wir uns auf die offene See. So ist gut. Au. Ich hasse diese Viecher. Ich sag dir eins, wenn der mich runterschubst, ne, dann werde ich wütend. Also wirklich vorankommen wir noch nicht, aber wir werden langsam schneller. Und da ist eine Echse. Böse Echse, Sitzechse. Wir fahren die Echse einfach um. Finde ich gut. Aber das Floß möchte dort nicht hin. Wir müssen offensichtlich wirklich an deren Insel hier vorbei. Okay. Aber diesmal halt nicht mit Karacho. Sondern langsam. Die Echsen sind ja alle tot. Bis auf eine, die noch mit Pfeilen schießt, aber das ist okay. An die kann ich mich gewöhnen. Ich will da nicht rauf. Du musst nach links. Dahin, genau. So. Jetzt müssen wir nach rechts. Dahin, genau. Jetzt noch weiter nach rechts. Nach da. Ja, du kannst tröten, wie du willst. Hier sind keine Echsen mehr, die dir helfen. Geh weg. Okay, und jetzt einfach nur geradeaus. Hoffentlich kommen wir zu der Insel hin. Sehr gut. Und jetzt nach da, bitte. So, links. Ja, so ist schön. Jetzt können wir auch wieder Vollgas geben und hinten auf die Insel rauf. Hoffentlich fährt das Floß so weit und dreht nicht wieder um, nur weil irgendwie ein anderer Wind weht. Hier weht jetzt ein anderer Wind, meine Freunde. Nämlich meiner. Den fächer ich euch zu. Stunden später. Es würde mich nicht wundern, wenn jetzt auch noch der Fächer kurz vorher kaputt geht, bevor wir da sind. Hui. Hui. Seid ihr schon mal auf der Insel gewesen? Wisst ihr, was das Ganze ist? Was das bedeutet, dorthin zu gehen? Geh weg, du blöde Echse. Guck mal, schön haben wir die Echse gerammt, aber die hat mein Floß verlangsamt. Blöde Echse. Ich weiß nicht, was sich dort vorne befindet. Ich bin noch nicht drauf gewesen, auch nicht beim ersten Spieldurchlauf. Deswegen ist das auch für mich hier ganz jungfräulich. Garantiert haben die dort auch nochmal irgendwo einen Schrein. Mit dem wir uns dann jederzeit hin und her porten können, um dieses ganze Floßgedaddel hier sein zu lassen. Oh, und ich hoffe, da ist kein Hinox oder kein Leune und sowas alles. Da musst du lang. Genau, fahr weiter. Jodwerde, wir haben es geschafft. Wir sind angekommen und hier ist ebenfalls ein Floß. Ja, als ob ich mit dem Floß wieder zurückfahren würde. Wie sehe ich aus? Witzbolde, ey. Moin. So, wir steigen ab. Wer auf dieser Insel weilt, bekommt eine Prüfung zugeteilt. Aha, 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 aha. Werkzeuge waren bislang deine Kraft. Hast du je ohne eine Prüfung geschafft? Ja.
Leg ab dein Werkzeug, stelle dich hier der Prüfung mit der Kraft, die ruht in dir. Oh, ich bin nackig. Um diese Prüfung zu bezwingen, sollst du 3 ältere Juwelen darbringen. Bist du siegreich, so findet hier dein Werkzeug den Weg zurück zu dir. Prüfung in der Wildnis. Ja, ganz toll. Ich hoffe, ich habe wenigstens mein Essen noch. Oh Gott, Schleime. Ich kann mich nicht mal wehren. Ja, ich bin ein super Wurftalent. Was haben wir denn da? Wir haben zumindest schon mal ein kleines Baumhaus. Vielleicht wohne ich dort. Vielleicht aber auch nicht. Vielleicht brennt es hier auch, weil ein Feuerschleim durch die Gegend wandert. Stirb. Okay, bringt nichts. Oh, der fackelt den ganzen Wald ab. Das ist auf jeden Fall schon mal was. Eine Axt. Axt ist nicht gut, weil ich nämlich nicht schwimmen kann. Ich habe meinen Schickerstein noch. Ich kann die Module einsetzen. Okay, dann haben wir jetzt schon mal eine Axt. Super, damit können wir uns schon mal wehren. Was war das andere da unten noch? Eine Schatztruhe. Dankeschön. Au. Soldaten, Zweihänder. Sehr gut. Oh Leute, damit habe ich nicht gerechnet, dass ich hier auch noch Stranded spiele. So. Ein Skelett hat sich schon mal verabschiedet. Das andere hat sich von alleine getötet. Auch schön. Okay, aber was für Juwelen sollen wir da bringen? Oh, guck mal. Bananen. Hatten wir bisher noch gar nicht. Komm, die fotografieren wir erstmal. Schwertbananen. Nice. Nehmen wir gleich mal alle mit. Können wir dann auch gleich wieder verkochen. Dann brauchen wir nicht so viele Schwertschnapper. Das ist in Ordnung. Oder Schwertkrabben. Oder Schwertgras. Oder Schwertpilze. Gibt ja alles. So, aber was für Juwelen soll ich da bringen? Und wo finde ich diese? Vielleicht unter den Steinen? Nee. Ich glaube auch nicht, dass ich den Stier töten soll. Hoffe ich zumindest nicht. So, oh, ein Käfer, den ich glaube ich noch nicht habe. Ausdauerkäfer, perfekt. Das ist, glaube ich, einer der letzten, der uns noch fehlt in unserer Liste. Jetzt schleichen wir uns an und nehmen ihn nochmal mit. Und da vorne, da ist wahrscheinlich dann ein Schrein, der sich dann erst ergibt, wenn wir die Prüfung geschafft haben. Her damit. Dankeschön. Wow, das erste Mal ein Ausdauerkäfer. Und wir haben eine Route, falls wir mal irgendwann ein Feuer machen müssen. Und unser Segel haben wir auch noch. Das heißt, wir können auch irgendwo hochklettern. Wir haben im Prinzip alles, nur nicht unsere Klamotten. Hä? Ich denke, ich soll ohne Werkzeuge arbeiten. Was soll das denn? Egal. Guck dich schön um, Link. Vielleicht finden wir noch irgendwas, was wir gebrauchen können. Vielleicht sehen wir irgendwo eines dieser Juwelen. Da vorne brauchen wir auf jeden Fall unser Kryo-Modul. Okay. Vor allem, jede Prüfung war ja so, dass wir sowieso nicht klettern konnten, dass es sowieso nicht heiß oder kalt war, dass man uns ausgerechnet die Ausrüstung weggenommen hat. Das verstehe ich überhaupt nicht. Muss man auch nicht, ne? Ich möchte diese Prüfung nicht machen. Ich möchte den roten Teppich nicht kaufen. Komm, geh weg. Autsch. Und schon fackel ich ab. Aber wenigstens haben wir wieder roten Schleim. Brauchen wir so oder so. Zum Aufstufen verschiedener Rüstungsteile ist das immer ganz praktisch. Dann haben wir noch einen Maxi-Trüffel. Ja gut. Da ist eines der Juwelen. Das sehe ich. Da werden wir uns jetzt hinbegeben. Wir haben uns ja ein bisschen ausgerüstet. Und werden vielleicht auch gegen die Bockblins bestehen können. Okay.
So ist gut. Den einen haben wir runtergefeuert. Der andere kriegt noch eins rüber. Ist auch unten. Sehr schön. Na, bleibst du wohl stehen? Okay, einer ist tot. Ansonsten bin ich jetzt auch schon ziemlich tot. Ich glaube, ich muss erstmal was essen. Ups, hier gibt es gar nicht so viel zu essen. Ich dachte, ich habe... Okay, die haben ja auch das Essen weggenommen. Natürlich. Warum auch nicht? Ja, ich bin fast tot. Gut erkannt. Muss ich jetzt noch ein paar Bananen essen. So ist gut. Hau ihn immer schön weg. Am besten so, dass er auch keinen Bogen mehr hat. Damit er auch ja nicht mehr zu... schießen kann. Zu hauen, hätte ich beinahe gesagt. So, jetzt hat er den Bogen verloren. Wir können ihn gleich aufsammeln, aber wir haben ja keine Pfeile. Das heißt, ich muss sie erst töten und hoffen, dass sie dann Pfeile haben. Nicht hauen! Ich hau zurück. Na, oh, jetzt geht er wieder rüber und holt sich den Bogen zurück. Gibt's doch nicht. Zu Schluss hier. Okay, wir haben den Soldatenbogen bekommen, aber wir haben keine Pfeile. Das ist schlecht. Gut, dann holen wir uns erstmal das Juwel und hauen hier ab. Noch ein Soldatenbogen, das ist ganz toll. Ja, natürlich, ein Elektroschleim. Ach komm! Das war jetzt unfair. Wer hat denn damit gerechnet, dass hier ein Elektroschleim in einer Kiste drin steckt? Ja, mit dem Ding. So, tschüss. Ich bin weg. Oh. Das fand ich jetzt reichlich unfair. Mir wird ganz warm. Oh nein, ein Hinox. Ach kommt. Ich hab's gewusst, dass die hier sowas hip verpacken. Ich hoffe, das Ding ist aus Metall. War die Rede davon, dass 3 Juwelen dargebracht werden sollen? Oh Gott, wir sind schon weit über der Zeit. Meine Lieben, wir sehen uns im nächsten Part wieder. Ich würde diese Aufgabe hier tatsächlich sogar abbrechen wollen. Denn die ist mir echt zu doof. Ich bringe jetzt trotzdem noch die Kugel dorthin. Doch zuvor, du bleibst bitte hier. Stell dich da mal hin. So. Zuvor holen wir uns noch das Teil hier raus aus dem Boden. Oder auch nicht. Warum können wir das nicht rausholen? Oh Gott, weil es nicht echt ist. Geh weg. Autsch. Ja. Toll. Rubine. Brauche ich sowieso nicht. Bin weg. Tschüss. Oh Gott. Wir haben noch ein Herz. Oh, ein halbes. Wie soll ich denn die Kugel darüber bringen? Hier, Witzbolde. Die wird garantiert nicht aus Metall sein. Natürlich nicht. Wie bringen wir das Juwel da? Wir sehen echt scheiße aus, muss ich jetzt mal so sagen. Das sieht echt nicht gut aus. Ich muss die Aufgabe bestehen, ansonsten kriegen wir unsere ganzen Klamotten nicht mehr zurück. Das ist eine doofe Prüfung. Die mag ich nicht. So, da muss die Kugel rauf. Das wird nichts. Selbst wenn ich sie werfe, nicht. Es gäbe höchstens eine Möglichkeit. Stasis-Modul. Komm mal mit. Wir könnten trainieren mit dem Stein, aber das bringt uns wahrscheinlich nicht so viel. Du gehst mal kurz wieder an den Strand. Dann stellen wir dich hier vorne einmal hin. So. Okay, du stehst. Stasis-Modul raus. Reicht das schon? Ich glaube, sie lieber zweimal.
Oh, nee, hat nicht gereicht. Jetzt habe ich mich selbst mit der Kugel abgeschossen. Auch schön. Oh Gott, ey, Leute. Gut, wir sehen uns im nächsten Part wieder. War eine lange Folge, eine sehr lange Folge. Vielen lieben Dank fürs Ansehen und bis gleich. Ich komme nur from the outer space, um euch zu sagen, dass ihr ein Abo und ein Like dalassen müsst. Wenn ihr nicht macht, ich muss wieder weggebeamt werden.